In jedem Trauma liegt ein Schatz verborgen. Das ist heute eine Aussage, die Tanja Kühne gerade gemacht hat in unserem kleinen Vorgespräch. Und wenn ihr Lust habt zu erfahren, hey, was könnte denn der Schatz sein in einem super schwierigen Moment in meinem Leben, wo ich eigentlich eher verzweifelt bin, wo ich traurig bin, wo ich die Welt nicht mehr verstehe? Ja, was könnte der Schatz dahinter sein? Dann lade ich dich ein zu dieser Folge, wo es darum geht, in jedem Trauma ist ein Schatz versteckt. Im Gespräch heute mit Tanja Kühne. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier im Love Talk von Volltreffer Herz. Und ihr habt es gerade im Einspieler schon gehört, bei mir heute ist Tanja Kühne und es geht um den Schatz im Trauma. Tanja, hallo, schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Hallo Andrea, ich freue mich sehr. Wir haben gerade überlegt, worüber wollen wir heute sprechen. Wir hatten uns schon vor ein paar Wochen mal getroffen und zusammengesetzt. Also Tanja wohnt eigentlich auch auf der Insel, ist jetzt gerade in Bayern aber. Und haben gesagt, ach komm, lass uns irgendwie was zu dem Thema machen, weil du auch dich mit dem Thema Trauma ein bisschen auskennst, Tanja. Genau. Also ohne jetzt ins Detail. Also ich frage immer alles Mögliche in meinen Podcast und die Menschen entscheiden natürlich immer alles, was sie antworten dürfen. Tanja, wo ist dir das Trauma in deinem Leben begegnet? Oder wo sagst du, hey, das war ein schwieriger Moment in meinem Leben, der einfach auch Auswirkungen hatte, auch Auswirkungen auf meine Beziehung hatte? Weil darum soll es ja hier auch gehen. Ja, also es gibt ja unterschiedliche Typen von Traumata. Das eine ist ja der punktuelle Traumata, das ist der Traumatyp 1. Und es gibt den Traumatyp 2 mit den immer wiederkehrenden Traumata. Mhm. Das ist in meinem Fall auch gewesen. Mhm. Bei mir nennt sich das kumulative Entwicklungstraumata. Mhm. Mhm. Können unterschiedlichste Folgen haben. In meinem Fall war es eine dissoziative Störung mit Amnesie. Mhm. Also um die Zuhörer ein bisschen mitzunehmen, die jetzt mit diesen Begriffen natürlich nicht so vertraut sind. Das ist einfach, wenn der Mensch immer wiederholt in diese Traumazange kommt, wo er Situationen erlebt, aus denen er nicht flüchten kann, gegen die er auch nicht kämpfen kann und dann quasi immer wieder aber gezwungen ist, diese Situation zu bewältigen. Und dann entwickelt Mensch daraus auch ein Verhalten. Und du hast schon dissoziative Störung gesagt, das heißt dieses Dissoziieren, was wir können, Gott sei Dank, weil unser Gehirn uns diese Möglichkeit gibt, ist ein Schutzmuster, ist etwas, wo wir uns rausbeamen können, ganz platt gesagt, aus einer traumatischen Situation. Aber natürlich, wenn ich das häufig mache, entwickle ich einen Persönlichkeitsanteil, der quasi in diesen Zuständen sich bewegt, die nicht unbedingt in der Realität ja stattfinden. Und daraus können sich eben auch Störungsbilder ergeben. Und je häufiger ich das mache, umso schwieriger ist es natürlich dann auch, in dem anscheinend normalen Persönlichkeitsanteil im Hier und Jetzt zu sein. Und das macht es einfach schwierig. Was waren deine Schwierigkeiten, um dann zum Schatz zu kommen, vielleicht im Laufe des Gesprächs, Tanja, aber was hat es dir so schwer gemacht oder was hat es deiner Umwelt so schwer gemacht? Also sprich meine Erlebnisse, die ich hatte oder was es überhaupt war. Wenn du das erzählen magst, super gerne, ganz klar, aber auch natürlich, was waren die Auswirkungen davon? Ja, also es waren viele Erlebnisse in der ganz, ganz frühen Kindheit schon. Das waren Krankheiten, das war ein Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, was nicht sehr förderlich für eine positive Entwicklung ist oder eine freie, sich selbst liebende, sich selbst wertschätzende Entwicklung ist. Es ging natürlich über einen sehr langen Zeitraum. Und die Auswirkungen davon waren, dass ein Kind, was das eben nicht lernt, was Liebe oder was Wertschätzung ist in den bestimmten Bereichen und dieses Konzept der Selbstliebe, der Selbstwertschätzung, des Selbst
Respektes und auch der Selbstsicherheit nicht entwickeln kann. Und die Auswirkungen dessen waren, dass letztendlich dadurch ein Opfer kreiert wird. Sprich, ich ein Opfer kreiert, also ich als Opfer aufgewachsen bin. Und dieses Muster in mir, dieses mit den dazugehörigen Glaubenssätzen, ich kann nichts, die auch natürlich nicht meine waren, sondern die ich erlebt habe, bin nichts wert und muss viel Leistung bringen, um etwas zu wert zu sein, um etwas, dass du etwas verdienst, dass man dir etwas gönnt und so weiter. Mit diesen Dingen wächst man auf. Und wenn du das in dir trägst, strahlt das unbewusst nach außen auf. Das Umfeld reagiert in einer Art und Weise nicht auf deinen erwachsenen Anteil, der vielleicht nach außen hin selbstbewusst und fröhlich und mit einer Machermentalität, die auch mir inne wohnt als Widder, da ist selbstverständlich, sondern das geschieht auf einem unbewussten Niveau, dass das Umfeld auch wieder unbewusst auf dieses innere verletzte Kind, welches immer noch im Opfermodus ist, reagiert und dementsprechend passieren dann ganz automatisch Situationen, wo eben dann wieder Täter-Opfer-Rollen im Spiel sind. Dass, solange das nicht in Heilung gebracht wird oder gelöst wird oder bearbeitet wird, gerät man immer wieder in diese Täter-Opfer-Rolle und fühlt sich selbst immer als Opfer, ist aber natürlich auch Täter. Einmal sich selbst gegenüber und aber auch anderen gegenüber, weil aus einer Opferrolle hat man oder bestimmte emotionale Mechanismen entwickelt, die auch für das Ganze, in dem man ist, ob man das in einer Beziehung ist, in, egal welcher Beziehung, ob das am Arbeitsplatz ist, ob das privat ist, in Freundschaften ist, auch manipulativ ist. Aber alles auf einer unbewussten Ebene. Lass uns ein bisschen noch deutlich machen, weil wenn du das erstmal so sagst, dann ist das was glaube ich, viele Hörer oder Hörerinnen für sich auch erstmal gut annehmen können. Mich nicht genug lieben oder nicht mein Selbstwertgefühl so hoch haben oder ja, unsicher zu sein, ne? Diese Glaubenssätze, ich kann nichts, ich krieg das nicht hin oder ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Das kennen viele, viele, viele Menschen. Nicht alle Menschen haben eine Idee davon, dass es aufgrund von traumatischen Erlebnissen kommt. Das ist für viele, dieser Sprung ist viel zu hoch. Ich bin noch nicht traumatisiert und manche können sich auch nicht dran erinnern oder sind es einfach so gewohnt, dass der Umgang, der zu Hause stattgefunden hat, ja normal erschien und man liebt seine Eltern, egal was sie machen als Kind. Das ist einfach so. Ja, oder seine Lehrer oder seine... Auch, ne? Auch das und man hat nicht das Gefühl dafür, dass die was falsch machen. Das kommt ja erst sehr viel später. Aber die ersten Jahre, wo meine Umgebung, das sind alles Götter für mich. Alles, was die sagen, ist für mich eins zu eins ja wahr. Und die machen das alles richtig. In der Zeit entwickle ich mich ja schon. Und da sind diese Sätze, das, was du so schön beschrieben hast, ja schon eingepflanzt in mir. Irgendwann merke ich, aha, es sind alles keine Götter. Ich kann mich verändern oder ich kann was anderes machen. Und entwickle dann auch vielleicht, wie du auch ganz klar sagst, eine Persönlichkeit, die sogar selbstbewusst ist, die auch vielleicht sogar eine Macherin ist. Aber ich trage halt diese tiefen, tiefen Erlebnisse in mir und die wirken einfach am stärksten, weil sie so früh, so lange eben schon angelegt sind. Und natürlich ist nicht alles, was man erlebt hat, immer auch ein Trauma. Also es gibt Menschen, die haben sich nicht so dolle lieb und sind jetzt nicht, wer weiß, wie traumatisiert. Das muss man ein bisschen differenzieren. Aber häufig unterschätzen Menschen den Umgang, den sie als Kinder erlebt haben, doch, was für Auswirkungen es tatsächlich hatte. Und du hast es so wunderbar gesagt, dieses, ich bin in einer Opferrolle oder fühle mich als Opfer und werde aber selber auch zum Täter. Und da würden jetzt ja viele behaupten, boah, ich doch nicht, also auf keinen Fall, ich bin doch kein Täter oder keine Täterin. Auch das passiert ja total unbewusst. Wenn ich bei anderen Menschen Grenzen nicht achte oder überschreitend bin oder manipulativ bin, wie du es gesagt hast, dann ist das eine Form von Täterverhalten, die wir an uns aber natürlich total ablehnen würden. Und genau. Sich
dem erstmal ehrlich zu begegnen, Tanja, wie ist dir das gelungen? Weil du erzählst es ja jetzt super reflektiert, bist du ja auch, weiß ich auch. Ja. Aber das ist ja ein langer Prozess gewesen, bis du das selber für dich so erkannt hast. Wie ist dir das gelungen? Indem ich an einem, wir nennen das, ich muss dazu sagen, ich bin auch sehr, sehr spirituell unterwegs und wir nennen das ja gerne auch die dunkle Nacht der Seele. Mhm. Und in der dunklen Nacht der Seele habe ich mir an einem dieser Momente geschworen, schonungslos ehrlich zu mir selber zu sein. Mhm. Für mich war Wahrheit und Ehrlichkeit und Gerechtigkeit schon immer ein sehr, sehr, sehr wichtiger, sehr wichtige Werte, schon immer. Das ist bei Menschen, die sind wie ich, und das sind sehr, sehr viele da draußen, mehr als sie selber vielleicht glauben. Ich bin hochsensibel und hochempathisch. Ja, das stimmt. Und zwar extrem hochsensibel und extrem hochempathisch. Und das sind für uns Menschen ist Gerechtigkeit ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und das war das schon immer. Und damit verbunden mit Gerechtigkeit geht aber einher die Ehrlichkeit. Mhm. Wenn ich aber nach außen Ehrlichkeit erhoffe und erwarte, dann muss ich sie mir selber gegenüber auch haben. Mhm. Und in meiner Arbeit mit mir selber kann ich sagen, das Schwert der Wahrheit gegen sich selbst zu richten ist, ist keine einfache Aufgabe, aber eine sehr lohnenswerte Aufgabe, weil sie bringt dazu, zu erkennen. Und sie bringt dazu, zu erkennen, was ist das eigentlich, wenn ich in einer Situation bin, in der zum Beispiel meine Chefin oder mein Chef mich immer wieder klein macht und vielleicht sogar in Mobbing-Situationen im Betrieb immer wieder auch in Mobbing-Situationen komme, ob schon als Jugendlicher in der Schule oder im Sportverein oder später dann auch im Arbeitsverhältnis und ich begegne diesen Situationen immer wieder, das ist ja dann auch wieder kumulatives Trauma, das ist ja jedes Mal ein wieder neues Trauma. Dann das Schwert der Wahrheit richte ich dann dagegen mich und sage, okay, was ist mein ein Teil daran? Was hat es mit mir zu tun? Was habe ich dazu beigetragen? Was trage ich dazu bei? Mhm. Und jetzt würde normalerweise jeder sagen, oh Gott, die Arme, die gemobbt wird oder der Arme, der gemobbt, der kann ja dafür. Nein, es geht auch nicht um Schuld, sondern es geht einfach darum, okay, was kann ich ändern? Und ich kann ja andere nicht ändern, sondern ich kann immer nur mich ändern. Was kann ich ändern, damit es mir nicht mehr passiert und damit mir besser geht? Dann komme ich automatisch zu der Situation, in der ich mich fragen muss, okay, was ist mein Anteil an diesem Theaterstück, in dem ich ja mitspiele? Auch ich habe hier eine Rolle, die ich spiele. Mehrere in der Regel. Genau. Aber ich kreiere dieses Theaterstück mit, indem ich bin. Und, aber das alleine ist ja schon ein unfassbarer Gedanke für viele Menschen, ne? So selbstbewusst zu sagen, ich kreiere mir das, was ich erlebe, zum Teil selbst einfach mit. Ja, also ich bin Teil, verantwortlich, nicht alles. Aber ich bin schon ein bisschen verantwortlich für die Realität, wie ich sie wahrnehme. So. Genau. Ja, und das erstmal anzuerkennen, dazu sind ja schon erstmal viele Menschen auch gar nicht bereit. Du hast total recht. Ja. Das ist auch schmerzhaft. Also ja, es ist tatsächlich, es ist schmerzhaft, wenn man sagt, okay, wenn mein Muster ist, ich möchte geliebt werden. Als Opfer, in der Regel, wenn ich ein sehr geringes Selbstwertgefühl habe, geht es immer um die Anerkennung, um die Liebe, die ich vielleicht in der Form, wie ich sie brauchte, in bestimmten Jahren meines Lebens nicht bekommen habe. So, dann möchte ich die mir immer wiederholen. Was mache ich aber, wenn ich etwas aus einer tiefen Bedürftigkeit heraus brauche, aus einem sehr verletzten inneren Kind, was da schreit, dann bekomme ich dann wende ich ganz automatisch, ohne dass ich das bewusst habe, Bewusstsein hier und Unterbewusstsein unten, unterhalb des, automatisch Mechanismen an, die ich vielleicht in frühester Kindheit gelernt habe, wie ich mich zu verhalten habe oder wie ich auf mein Umfeld einwirken kann. Was ja hilfreich war in der Kindheit, Was ja damals hilfreich war. Damit ich diese Aufmerksamkeit und Liebe oder Zuneigung bekomme, die ich so dringend benötige.
kann so weit gehen, dass ich krank werde, um die Aufmerksamkeit oder die Zuneigung zu bekommen. Vielleicht benehme ich mich auch oder benimmt sich das Kind oder der Erwachsene auch besonders aggressiv oder besonders auffällig in irgendeiner Form oder ganz besonders weinerlich oder ganz besonders hilfsbedürftig oder es gibt ganz unterschiedliche Verhaltensweisen, die ich agieren kann, damit ich eine Aufmerksamkeit bekomme, die ich vielleicht dann mit Liebe betitel, die aber nicht wirklich Liebe ist, weil es nur Aufmerksamkeit ist. Exakt. Genau. Selbst die tiefste Depression ist eine unfassbar machtvolle Rolle. Auch wenn sich die Depressiven selber in dem Moment natürlich gar nicht als mächtig erleben, sondern eher als ohnmächtig. Aber wie diese Depression dann manchmal in der Partnerschaft oder gegen die Umwelt auch genutzt, benutzt wird, mit ganz viel Wertschätzung und ganz viel Liebe für die Betroffenen, das ist überhaupt kein Spaß, keine Frage. Nee. Such ich mir auch nicht aus, weil ich das toll finde, keine Frage. Aber ich habe immer einen Anteil daran, an dem, was ich damit mache. Und es geht halt darum zu erkennen, sich selber zu fragen, okay, was kann ich tun in diesem Theaterspiel? Wie kann ich meine Rolle derart verändern, sprich selbst derart verändern, dass es mir und allen Mitspielern auf dieser Bühne besser geht. Ja, auch wie befreist du dich aus dieser Abhängigkeit, das immer im Außen zu suchen? Ne? Das ist ja das, was passiert. Ich erwarte oder bin immer darauf angewiesen, dass im Außen was passiert, was mich füllt. Aber damit überfordere ich ja im Prinzip alle. Ja. Was waren so weil ich ja immer so gerne in diese Beziehungsecke gucke, was waren für dich so die Momente, wo du gemerkt hast, boah, das lässt Beziehungen irgendwie gar nicht entstehen oder meine Beziehungen funktionieren einfach nicht, weil ich diese Rollen einfach noch nicht gut platziert habe? Das ist ganz, ganz spät erst mir bewusst geworden. Vor wenigen Jahren tatsächlich. Und es musste eine sehr, sehr schwere Depression kommen, die mich wirklich richtig, richtig ins Aus geschossen hat, damit ich an einen Punkt komme, wo es darum geht, entweder ich überlebe das nicht oder wenn ich es überlebe, muss ich was verändern. Es geht anders. Es bleibt mir keine andere, es gibt nur die beiden Möglichkeiten. Und da habe ich dann angefangen und da kommt der Widder in mir durch und dieser Macher, die Macherin, und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich diesen Anteil selber mitgebracht habe auf diese Erde. Okay, dann gehe ich jetzt auch los und dann gehe ich wirklich los und nicht nur ein bisschen, nicht mal hier nur ein bisschen Verhaltenstherapie, nicht nur mal hier ein bisschen Gesprächstherapie, sondern dann gehe ich richtig in die Tiefe und dann mache ich das volle Programm und dann habe ich auch richtig losgelegt und da habe ich alle Bereiche mir angeguckt, unter anderem natürlich auch Beziehungen und da ist mir ganz klar geworden, ein Satz, den mal Veit Lindau gesagt hat, der ist mir da wirklich sonnenklar. Ich habe den in der Tiefe verstanden. Wenn da zwei Bettler aufeinandertreffen oder zwei Bettler aufeinandertreffen und sich gegenseitig in die Tasche greifen, weil sie sich gegenseitig was geben wollen, da ist da nichts. Ja. Was man sich gegenseitig geben konnte. Und ich war definitiv einer der Bettler. Und ich habe eher nur genommen und nicht. Und also auf einer emotional bedürftigen Ebene war in der Lage, das zu geben, was in einer Partnerschaft nötig gewesen wäre, damit sowohl ich als auch der Partner uns wirklich erfüllt wohlfühlen können. Und auch gemeinsam wachsen können. So. Da bin ich nicht in der Lage zu, weil ich habe rein aus dem inneren verletzten Kind heraus agiert. Es war mir null bewusst. Ich dachte, ich bin total tolle Frau, so, ich habe das ja alles im Griff und ich funktioniere im Leben. Ich habe unheimlich auf die Reihe gekriegt und unheimlich viel gemacht. Und letztendlich hat sich herausgestellt, das war alles nur eine nicht Maskerade, kann man schon fast sagen, aber es war ja nicht bewusst, sondern es war nur so eine dünne Oberfläche, auf der sich das gespielt hat.
aber nicht in der Tiefe. Mhm. Und da bin ich eingetaucht, auch wieder mit dem Schwert der Wahrheit, was ich gegen mich selber gerichtet habe. Mhm. Und gesagt, okay, dann geht's jetzt mal los und wir arbeiten das Schritt für Schritt, wie bei einer Zwiebel, Schicht für Schicht auf. Mhm. Was war das, was deine Beziehungen gekennzeichnet hat? Also so vom Verhalten her. Was war so ein typisches Verhalten, womit du ja in der Beziehung versucht hast, das zu machen? Also dieses, also ich kenne das früher irgendwie, ich habe es versucht, den Leuten recht zu machen. Ich habe es versucht, den Männern, also es irgendwie recht zu machen, habe mich verleugnet, habe meine Bedürfnisse verleugnet und habe immer versucht zu gucken, oh, was kann ich noch machen, damit er glücklich ist? Was kann ich noch machen, damit es ihm gut geht? Was kann ich noch machen, irgendwie, damit ich doch jetzt irgendwie hier gesehen werde? Also so richtig wirklich im Druckmodus zu sein. Ich muss es allen anderen recht machen, weil sonst bin ich verraten und verkauft. Was war so deins, womit du das gemacht hast in der Beziehung? Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, das war ein bunter Blumenstrauß von unterschiedlichsten Verhaltensweisen, wo mal die eine, mal die andere als Blume hervorgestochen hat. Okay. Das war sowohl ich will gefallen, sowohl abhängig, verlass mich nicht, sowohl ich bin klein, du musst auf mich aufpassen, sowohl als ich bin hier die alles in der Hand hat, du brauchst nichts machen, ich mache alles, ich organisiere, ich mache, ich tue, ich sowohl Dominanz auch, war auch dominantes Verhalten dabei, das ist ein bunter Blumenstrauß. Man könnte sagen, ich habe nicht das Ganze, aber ich habe einige Registerkarten zur Wahl gehabt, Und das kam auch, es konnte sicherlich, ich kann das jetzt nicht mehr erinnern, dank der dissoziativen Störung, ne, kann man ja, sich ja... Ja, das ist das, ja, aber in der Nebel. Ich bin mir sicher, dass ich das über den Tag hinweg auch verschiedene Dinge aus der rausgeholt habe. Je nachdem, Schachtel gezogen hast, ja. Genau. Ja. Ich kann aber das jetzt nicht als generell sagen, ich war eher so oder eher so. Verstehe ich. Sicherlich war es so, dass das, was mir zumindest immer mal gespiegelt wurde, dass ich sehr, sehr selbstbewusst, fröhlich lachend, die Macherin, die Aktive war und dann oft im Kämmerlein die ganz Kleine. Mhm, und damit eben viele nicht zurechtgekommen sind. Und das auch in der Wahrnehmung als irgendwie unecht wahrgenommen haben. Ja. Und ich das überhaupt nicht verstanden habe, weil das für mich ja die Normalität war. Ja, das ist auch sowas, was natürlich den Menschen häufig auch extrem schwer fällt. Ne? Wenn es sich anfühlt, als ob das jetzt doch nicht echt ist oder nicht authentisch ist, sagt man ja auch so gerne, weil es so... Mhm. So konträr ist manchmal. Ne? Ja. Also wirklich vorne zu stehen, auch in der Dominanz vielleicht sogar auch, und dann in sich zusammenzufallen in einer anderen Situation, aber wie ein Häufchen Elend und zu nichts mehr in dem Moment in der Lage sein, depressiv sein. Das passt einfach für das Außen nicht mehr zusammen. Die kriegen da keine Kohärenz rein, ne? Wo sie sagen, ich erkenne dich nicht. Und dann weiß ich auch nicht, wie ich mit dir umgehen soll, weil ich habe dich so und so in diese Schublade gepackt und das ist mein Verhalten mit dir und du bist aber jetzt raus aus der Schublade und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo soll ich dich denn hinsortieren? Und damit sind Menschen überfordert tatsächlich. Und das ist gerade verständlicherweise, natürlich. Und man selbst ist damit ja auch überfordert. Absolut, absolut. Merkt es nicht mal. Wir können uns nur, Menschen, die traumatisiert sind, spielen das nur einfacher, weil wir es so gewohnt sind. Ne? Wir kennen uns mit unseren Anteilen schon ein bisschen anders aus. Für uns bricht nicht mal gleich manchmal schon auch, aber nicht immer gleich die Welt zusammen. Aber für mein Gegenüber, der sein Verhalten oder ihr Verhalten ja auf mich versucht anzupassen, manchmal aber schon. Und dann gibt es die Weigerung, nein, ich will jetzt nicht auf dich reagieren oder ich will nicht, dass du an mir so rumziehst. Oder dann kommen ja so diese ganzen Dramen, die wir dann in Beziehungen eben besonders ausagieren und auch erleben. Und der andere bringt ja seine eigenen Sachen auch noch mit. Ne, und dann habe ich so ein ganz buntes Orchester, was da irgendwie versucht, gemeinsam ein Lied zu spielen, aber alle haben die falschen Instrumente oder haben sich nicht auf die gleiche Melodie verständigt und dann passt es einfach nicht. Genau.
Und es ist ja auch schräg, aber zu verstehen, dass wir Menschen viel mehr eigentlich genau so nämlich aber unterwegs sind, dass wir verschiedene Persönlichkeitsanteile haben, die sehr differenzierte Eigenleben haben, eigene Gefühle haben, eigene Gedankenwelten haben und auch eigene Verhaltensweisen haben. Und die können komplett konträr sein. Mhm. Und trotzdem gehört es zu einer Person. Und deshalb und jetzt ist es kommen wir zu dem Schatz. Mhm, genau, das war nämlich, genau, exakt. Das ist super, super Herleitung. Ja. Jetzt kommen wir zu dem Schatz. Ich habe für mich erkannt, beziehungsweise ich bin natürlich auch noch auf dem Weg, aber weil sowas geht nicht innerhalb von 2 Jahren, oder es geht jetzt immer schneller, dank der Zeitqualität, ne, spirituell wieder, die Energien helfen uns sehr bei der Heilung. Total. Aber die, der Schatz, der darin verborgen liegt, im Schamanismus oder auch in der spirituellen Welt, sagen wir manchmal, es werden gerade im Traumabereich Seelenanteile weg. So, Seelenanteile werden abgespalten. In der Psychologie sagt man halt eine klassische Abspaltung dazu, also es werden emotionale Teile abgespalten. Mhm. Und es geht darum, dass wir uns selber erlauben, und das ist der Schatz, dass ich für mich selber anerkenne, ich bin das alles und ich habe, ich bin gesegnet, dass ich das alles sein darf. Ich darf klein sein, ich darf traurig sein, ich darf wütend sein, ich darf liebesbedürftig sein, ich darf kraftvoll und machtvoll sein, ich darf meine Meinung sagen, ich darf selbstbewusst sein, ich darf sicher meiner selbst sein und ich darf aber auch unsicher meiner selbst sein. Ich darf Hilfe bitten und ich darf das alles sein und diese Anteile, die man weggeschoben hat, hey, du darfst wieder zurückkommen. Du darfst da sein und du hast die größte Berechtigung und du bist mein Schatz. Mhm. Und all dem, was wir dann gelernt haben, ich darf hochsensibel sein, ich darf hochempathisch sein. Absolut. Ein Riesenschatz, diese Erlebnisse mit anderen zu teilen, anderen damit dadurch auch ein Stück weit zu helfen, durch das Verständnis und das Mitfühlen können. Dessen, was sie vielleicht erlebt haben oder an welchem Punkt sie im Hier und Jetzt gerade sind, zu sagen, wow, ja, ich verstehe dich, ich fühle dich. Das ist eine Riesengabe und das ist ein Riesenschatz. Absolut. Das ist der Schatz, der darin verborgen liegt. Und den mit der Welt zu teilen und zu sagen, wow, ich bin hier, ich habe es überlebt. Und total. Ich bin jeden Tag mehr. Ja, es gibt auch noch mal die ein oder anderen Tage, die gerade aktuell sehr herausfordernd sind. Aber jeden Tag mehr, normal, kann ich mehr leuchten. Und kann meine Schatztruhe ist gefüllt mit ganz vielen Diamanten, mit ganz vielen Perlen und Münzen und Ketten. Und ich darf die jemand anderem zur Verfügung stellen, damit er davon profitiert. Und das ist ein wundervolles Geschenk. Absolut. Also das, was du beschreibst, ist ja das, was wirklich auch Traumaheilung ist oder der Weg ist daraus, der Prozess daraus, in dem ich alles integriere, was da ist. Jeden kleinsten Schatten, jeden kleinsten Anteil, alles gehört zu mir. Ich bin viele, ne, sagen ja auch, ist ja auch so ein Satz, der ist, glaube ich, aber von Regina Sati sogar. Und es geht darum anzuerkennen, ich bin nicht nur das, sondern ich bin das alles. Und ich habe eine Wahl, womit ich weitergehe. Ne? Ich habe eine Wahl, was zauber ich heute aus dem Hut? Und ich kann auch erkennen, ah, warte mal, okay, da ist der Anteil gerade wieder im Vordergrund, stopp, aber ist gerade gar nicht hilfreich. Das ist das, was ich schaffe, es zu managen. Also wenn ich meine inneren Anteile alle gut managen kann, dann dürfen die alle da sein, aber nicht in jeder Situation muss jeder an die vorderste Front gehen. Das ist nicht immer hilfreich. Aber mich überhaupt zu fragen, wer bin ich? Wer bin ich? Was macht mich aus? Und was ist aus der Scheiße eigentlich geworden an Gold? Ne, weil das ist so, ja, jetzt kann ich andere Menschen aber ganz anders abholen. Ich kann sie anders verstehen, weil ich diese Sensibilität habe. Ich kann mich in andere Menschen einfühlen, weil ich selber weiß, wovon die reden. Das hat ja auch was damit zu tun,
Die Menschen werden immer mehr gefordert, herausgefordert. Wir haben im Moment Traumatisierung ohne Ende. Also in so einer Masse, das ist jetzt witzig, es klingelt und ich weiß nicht, wo es herkommt. Ja. Warten wir doch mal, ob es wieder geht. Okay, das ist interessant, wenn man Rechner benutzt, die mit anderen irgendwie verknüpft sind und in denen es, glaube ich, gerade geklingelt hat. Das ist schön, das ist Leben. Aber es ist, was ich meine, ist halt wirklich, wir werden immer mehr mit traumatischen Sachen konfrontiert, gerade es ballert an allen Ecken und Kanten. Und jetzt zu merken, ey, warte mal, aber ich kann damit anders umgehen, weil ich habe eine Resilienz, ich habe eine Stärke entwickelt, mich haut nicht mehr alles einfach so um, das ist ja eine hohe Qualität und auch ein Riesengeschenk. Und selbst wenn nicht, mit einer bestimmten Art von Vulnerabilität und Resilienz werden wir geboren. Ja. Das wird schon im Mutterleib kreiert und ich wieder mit meiner Spiritualität, das wird auch schon im Vorfeld des Lebens, es kommt auch noch aus anderen Leben und aus den Ahnenlinien mit, kommen wir auf diese Welt. Und auch das anzuerkennen und zu sagen, ich bin nicht so resilient wie mein Partner oder wie meine Freundin oder wie meine Arbeitskollegin. Mhm. Ich muss es aber auch nicht sein, aber das ist das, was bekommen. Du musst funktionieren, du musst stark sein. Ja. Nein, musst du nicht. Und ich bin verletzlicher, ich bin vulnerabel. Meine Vulnerabilitätsgrenze ist einfach viel höher. Und das darf sein. Und das ist gut so. Das darf nicht nur sein, sondern das ist gut so, weil du kannst das nutzen für so viele wunderschöne Dinge, die oder Situationen, wo andere, die das vielleicht gar nicht spüren, sagen, ja, wie, was war denn da? Und du nimmst es aber wahr und kannst einem anderen Wesen, und sei es einer Pflanze oder einem Tier oder einem Mitmenschen, helfen. Voll. Das ist das, was so schön ist. Haben sich deine Beziehungen verändert, seitdem du einfach mit diesem Wissen ganz anders unterwegs bist? Ja, total. Also ich habe es noch keine, noch nicht in der Champions League, sprich in der partnerschaftlichen Beziehung habe ich es noch nicht ausprobiert, aber in der freundschaftlichen Beziehung hat, ja, total. Und zwar ist es, habe ich mich und meine Wahrnehmung davon total verändert. Und das ist toll. Mir ist es mittlerweile total egal, ob man mich mag oder nicht. Wow. Tanja, was würdest du so zum auf den Abschluss hin Menschen mit an die Hand geben wollen, die noch nicht so weit sind, die noch da so feststecken und die merken irgendwie, ich weiß gar nicht, wie mache ich das? Wie schaffe ich das? Holt euch Hilfe. Es muss niemand mehr, und das ist auch so ein Glaubenssatz, den wir gerade viele in bestimmten Traumata mitbekommen haben, du musst es alleine schaffen oder den wir gelernt haben, weil wir haben vielleicht die Hilfe und Unterstützung nicht bekommen, die wir gebraucht hätten. Und wir haben gelernt, wir mussten es alleine schaffen, um zu überleben. Nein, es gibt mittlerweile da draußen so viele Menschen, die bereit sind und die das Wissen und das Können haben, dir zu helfen, in Gesprächen, in der Reflexion, dir den Raum halten, dass du sein darfst und dich entwickeln darfst, die dir helfen, deine Selbstheilungskräfte zu aktivieren, mental, seelisch, psychisch und auch körperlich, dass du das schaffst. Mach es nicht allein. Im Trauma mach es nicht allein. Hol dir Gleichgesinnte, hol dir Gesprächspartner, hol dir professionelle Hilfe. Das Wichtigste, was ich den Menschen mitgeben kann, und sei mutig, es lohnt sich. Das ist ja eigentlich mein Part immer, dass ich sage, hey Leute, holt euch Hilfe, es sind so viele Menschen da draußen. Was ist dein Wunsch? Was möchtest du für dich noch erreichen, wo du sagst, okay, du hast gerade schon mal gesagt, so Champions League, Partnerschaft, das darf noch passieren. Was wünschst du dir für dein Leben noch, dass du sagst, boah, das ist so mein nächster Step, da möchte ich gerne einfach noch hinwachsen oder mich hinentwickeln. Hast du was, wo du sagst, das darf sich für mich jetzt irgendwie noch auch noch weiter mit erfüllen? Ja, noch, also Thema Selbstliebe ist noch auf jeden Fall ein Thema. Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstliebe, also mir selbst, meiner Intuition, die schon ziemlich gut ausgeprägt ist, auch wirklich zu vertrauen. Ich kriege immer wieder die Geschenke, dass ich das dann sage, ja, hatte ich doch recht. So, also für mich, was meine Wahrnehmung mir gesagt hat, dem immer mehr auch zu vertrauen.
Bei anderen Menschen kann ich das super. Also bei anderen Menschen bin ich da auf dem Punkt genau. Mhm. Für mich selber darf ich da auch immer noch lernen. Und, mhm. Dann das nächste Thema ist dann beruflich und Champions League Partnerschaft. Mhm. Ich weiß, dass das richtig toll wird. In ja. allen Bereichen. Ich bin davon 100% überzeugt, weil eine andere Option gibt es einfach nicht mehr. Es gibt Auf und Abs natürlich. Ach, um das Gottes ist mir. Aber auch in jeder Partnerschaft so, aber du hast dich so mit dir beschäftigt und du bist dir selber so gut auf die Schliche gekommen und du strahlst einfach, du leuchtest einfach, auch wenn es dunkle Tage gibt, das ist normal. Aber du hast, das, ne, du bist so diese Raupe, die so aus ihrem Kokon geschlüpft ist. Und das sieht man, also ihr seht sie jetzt nicht, aber wenn ihr sie sehen würdet, würdet ihr das sehen. Das ist was anderes. Ich glaube, man merkt das einfach, ob man da raus ist und ob man die Welt einfach anders betrachtet. Und das sehen andere Menschen auch. Deshalb ist eine andere Konstellation gar nicht mehr machbar, weil du nicht mehr die Motten anziehst. So. Oder zumindest erkennst du sie schneller. Motten wollen grundsätzlich schon auch ins Licht, aber man erkennt sie einfach anders, ne? Und man weiß, hey, mit wem umgebe ich mich und mit wem nicht. Und ich brauche dieses Drama nicht mehr von früher. Ich kann da ganz anders mit umgehen. Deshalb bin ich sicher, auch das wird passieren. Auch das wird passieren. Tanja, hast du noch was du loswerden möchtest? Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das wäre mir noch wichtig, hier in diesem Podcast noch zu sagen? Möchtest du Menschen einladen zu deiner Arbeit? Was nutzt den Raum gerne noch für dich? Ihr dürft gerne über Andrea mich kontaktieren, wenn ihr das Gefühl habt, ich wäre die richtige Ansprechpartnerin für euch, für bestimmte Thematiken, die ihr mit mir besprechen. Mhm. Sehr, sehr, sehr gerne. Zum einen, zum zweiten möchte ich allen da draußen, die sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität schon beschäftigen, einmal sagen, allen, die traumatisiert sind, es ist auf dem Markt da draußen, werden sehr viele Dinge gesagt, die für euch und wo ich auch an diesem Punkt war, mich komplett überfordert haben und euch vielleicht auch komplett überfordern. Und wenn ihr diese Aspekte, nur Mindset ist alles und, nicht befolgen könnt und ihr wieder in die Muster zurückfallt, die Traumamuster zurückfallt, und fühlt ihr euch vielleicht als noch mehr Versager und ich schaff's ja, siehste, schon wieder nicht geschafft. Mach das nicht. Fangt an einem anderen Punkt an. Fangt vorher an. Seid lieb zu euch. Seid sanft mit euch. Seid gnädig mit euch. Habt euch lieb. Macht kleine Schritte. Es sind kleine Schritte am Anfang. Die werden relativ schnell groß und sehr erfolgreich, gerade jetzt in der Zeitqualität. Am Anfang kleine Schritte. Und das Wichtigste, was ich erfahren durfte und was ich auch gelernt habe und was mir liebe, liebe Menschen gesagt haben, seid sanft mit euch. Ja, absolut. Milde, sanft. Sehr, sehr schönes Schlusswort, Tanja. Ich danke dir. Ich danke dir von Herzen für deine Offenheit und auch für die schönen Worte und auf jeden Fall, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast heute. Das hier mit mir zu machen. Ihr könnt gerne Kontakt über mich mit Tanja machen, das ist überhaupt gar kein Problem. Ihr wisst, ich helfe euch auch immer gerne, wenn es um Beziehungsthemen geht, wenn es um Traumathemen geht, bin ich hier für euch. Einfach anschreiben, Kontakt machen, auf die Webseite gehen. Es gibt viele Möglichkeiten, zu mir zu finden, auch zu mir zu kommen, nach Mallorca natürlich auch immer herzlich gerne. Und wie gesagt, Tanja lebt auch auf Mallorca in einer wunderschönen Finca. Unfassbar schön. Und wir sind hier für euch. Also wenn ihr was braucht, keiner ist alleine. Tanja, du hast es so schön vorhin gesagt, es muss keiner alleine mit seinen Sorgen durchkommen. Es gibt so viele Menschen, die da sind und von daher von Herzen gerne. Ihr Lieben da draußen, ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es geht euch gut. Habt eine gute Zeit. Kommt gut durch die Zeit. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst, auch immer herzlich gerne, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Über all das freuen ich mich oder auch natürlich die Menschen, die mit mir hier im Podcast sitzen, immer sehr. Und ja, dann würde ich sagen, erstmal, wir machen hier für heute den Sack zu. Tanja, vielen Dank nochmal auch für dich. Eine gute Zeit, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss.